dann von meinem Lieblingslieferanten verschiedene personalisierte Angebote angezeigt. Das sind einfach mal drei Beispiele, die vor allem dann eindrucksvoll sind, ja, heute fast alltäglich, aber dann eindrucksvoll sind, wenn wir uns mal vorstellen, wie sich E-Commerce eigentlich über die letzten 40 Jahre entwickelt hat. Und das ist auch eine Zahl, die ich mit Ihnen teilen möchte. Es ist tatsächlich so, dass ja, ich sag mal, die ersten Anfänge des E-Commerce bereits wirklich vor 40 Jahren begonnen haben. Und hier haben wir einfach mal so ein paar Großereignisse. 79 war die Initialisierung von E-Commerce. Das war auch das Jahr, in dem Sony mit Walkman auf den Markt kam. Und dann haben wir hier so ein paar historische Momente wie den Mauerfall, Millennium Bug, die Erfindung von Bitcoins. Und tatsächlich haben sich da in der Zwischenzeit auch immer wieder ja, so Milestones und ja, große Entwicklungsschritte etabliert, die den E-Commerce dahin gebracht haben, wo wir heute sind. Aber es hat tatsächlich so lange gedauert und wir haben eine hohe Verdichtung, eine exponentielle Entwicklung der Services vor allem ab 2010 zu verzeichnen. Und das sieht man auch in der ja, Nutzungskurve von den verschiedenen Medienkategorien. Und Internet per Smartphone, jetzt hier in meinem Zeitstrahl ab 2010 abgetragen, hat sich halt wirklich steil entwickelt. Ich glaube, das ist auch etwas, was in der Allgemeinheit jetzt auch durchdrungen ist. Und inzwischen haben wir halt eine Nutzung, die insgesamt, sag ich mal, führend über alle Medienkategorien ist. Ne? Und deshalb hat sich natürlich auch entsprechend ja, die Aufstellung aller Anbieter verändert sukzessive. Und wir sind dort, was man heute halt als Discovery Commerce bezeichnen kann, wo wir jetzt auch tiefer reingehen. Ich habe Jean-Marc im Vorfeld versprochen, dass ich halt auch ein paar Schweizer Zahlen zeige. Und ich habe jetzt einfach mal für unsere Familie der Apps, das ist ja nicht nur Facebook, das ist ja auch Instagram, das ist ja WhatsApp und das ist auch Messenger, jetzt mal für die beiden größten Plattformen Nutzungszahlen mitgebracht. Ja, das ist einmal Facebook mit 3,9 Millionen Schweizern, die es wirklich monatlich nutzen. Und da findet die Nutzung zu 95% auf dem mobilen Endgerät statt. Und Instagram, das sind 4 Millionen Menschen monatlich, die Instagram als Plattform nutzen. Und das ist ja 100% auf mobil. So ein Insight, den ich geben kann. Die Frage ist halt, wie hoch ist die Überlappung? Man kann in den meisten Regionen von 25 bis 30% Überlappung ausgehen. Also ich würde jetzt mal sagen, dass vermutlich 4,5 bis 4,8 Millionen Schweizer monatlich unsere Plattform hier nutzen. Und ich glaube, das ist schon mal eine ganz beeindruckende Reichweite, die wir Ihnen hier im Schweizer Markt anbieten können, auf der Kommunikation stattfinden kann oder halt eben auch Thema des heutigen Vortrages, Discovery Commerce. Ja? Und ich glaube, im Kontext der Pandemie, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, weshalb sich auch der Commerce verändern muss, haben sich neue Verhaltensweisen entwickelt, wo wir davon ausgehen, dass die auch nach der Pandemie da bleiben werden. Das ist hier Anteil der Personen, die selbst nach der Pandemie häufiger online einkaufen möchten. Und da habe ich jetzt leider keine Schweizer Statistik, aber ich habe Jean-Marc versprochen, dass sobald ich Informationen hierzu bekomme, ich ihn auch nachinformieren werde. Ja, und dementsprechend können Sie die Zahl dann entsprechend über die GFM auch bekommen. Deutschland ist 31%. Ich würde mal vermuten, dass hier so eine Tendenz entsteht in Zentraleuropa, wo die 30% überschritten werden. Also das Online-Shopping wird weiterhin attraktiv bleiben und dementsprechend ist es, glaube ich, wichtig, sich da infrastrukturell aufzustellen. Das Gleiche kann man halt auch für andere Verhaltensweisen hier benchmarken. Online-Einkaufen wird als Aktivität mit 49% angegeben, zu Hause trainieren, 43%. Ja, und ich glaube, das ist vor dem Hintergrund des Lockdowns auch alles sehr, sehr verständlich. Auch das Thema Videoanrufe nutzen, das wird alles ein alltäglicher Bestandteil unseres Verhaltens werden. Und das beeinflusst natürlich auch die Art und Weise, wie wir uns als Organisation aufstellen müssen. Also Covid-19 hat die Lebensweise von Verbrauchern wesentlich verändert und viele alte Gewohnheiten und Routinen fallen dabei schnell weg. Und laut Ipsos ist das eine wichtige Herausforderung. Und wir sehen das halt immer als einerseits eine Herausforderung, als aber auch eine Riesen-Opportunity, die man hier entsprechend ja, hebeln kann. Ja, und ich habe Ihnen jetzt eine Zahl mitgebracht. Da arbeiten wir jetzt gerade auch an einer Analyse auf europäischer Ebene.
sich das ganze Thema digitales Wachstum verändert hat. Und ein Jahrzehnt des digitalen Wachstums hat sich in nur wenigen Monaten durch den Lockdown verändert. Ja, wir hatten +13% in 10 Jahren von 2010 bis 2020. Ja, und das ist der E-Commerce-Anteil am Einzelhandelsumsatz in Großbritannien. Wie gesagt, wir forschen jetzt auch die EMEA-Zahl, aber das wird tendenziell vergleichbar sein. Und es hat nur 5 Monate gebraucht von Januar 2020 bis Mai 2020, um eine Steigerung von weiteren +13% hier zu realisieren. Und das zeigt den deutlichen Transformations- und Verhaltensimpact, der hier einfach stattgefunden hat. Und ich glaube, es wäre fahrlässig, sich als Marketer, als Organisation nicht, also auch Industrie- und branchenübergreifend, sich nicht damit auseinanderzusetzen. So, und was man damit erreichen möchte, oder was wir damit erreichen möchten, ist, haben Sie keine Angst vor Disruption. Also hier ist zum Beispiel ein Partner von uns, Yves Rocher, die haben über 18 Monate hinweg ihre komplette Infrastruktur verändert. Und das war immer Multi-Channel-Organisation, sehr Retail-orientiert natürlich, auch mit E-Commerce-Angeboten aufgestellt. Aber das haben sie halt komplett wirklich strukturell verändert. Und das war auch wichtig, weil in der Krise hat es dann gezeigt, ja, es war einfach Lockdown da, es war nicht systemrelevant. Und dort wurde 10-faches Wachstum in den zentralen Märkten realisiert. Und ich glaube, ohne diese Aufstellung, ohne diese Disruption und Veränderung, durch die diese Organisation bereits im Vorfeld gegangen ist, wäre dies nicht möglich geworden. Und wie sieht erfolgreiche Markenführung durch Discovery aus? Und hier habe ich jetzt einfach mal 3 weitere Beispiele. Wir gehen nachher auch in Best Practices, wo ich Ihnen auch Zahlen zeigen werde. Wir haben da einmal Skin Labo und auch ein Fashion-Label, Not Fully Dressed. Das sind Beispiele, die sind komplett nativ über soziale Medien entstanden. Und die haben von Anfang an verstanden, dass man über Machine Learning und über datenbasiertes Arbeiten ganz viel über seine Konsumenten herausfinden kann. Und viele unserer Algorithmen, und dabei geht es um Discovery Commerce, nutzen die Datenbasis, die sowohl diese Anbieter haben, aber auch wir haben über verschiedenste Lösungen, um wirklich halt personenspezifisch Kommunikation auszuspielen, Markenperspektiven und Zugänge herzustellen, die individualisiert sind. Das ist heutzutage auf skalierter Basis sehr einfach möglich. Und das ist auch die Grundlage von Discovery Commerce, weil es halt einfach ein prädiktives Vorgehen ist und weil es über das übliche Targeting hinausgeht auf Basis von Daten, weil unsere Algorithmen verstehen, welche Produkte für welche Personen auf Basis von Verhalten und Vergangenheitsdaten interessant sein könnten. Und ein ganz traditionelles Beispiel habe ich jetzt mitgebracht über Carrefour. Und die haben, und das sind ein relativ traditioneller Anbieter und Retailer, und die haben im Lockdown halt wirklich ihren gesamten Produktkatalog digitalisiert und ihr Geschäft komplett wirklich von der physischen Schiene auf die digitale Ebene gebracht mit einem enormen Aufwand, sehr schnell reagiert und sind jetzt Multichannel-artig aufgestellt und können über alle Kanäle hinweg kommunizieren, aber auch Transaktionen betreiben und anbieten. Und das einfach mal als ein Überblick. Und erfolgreiche Unternehmen verfolgen alle diese 3 Ansätze. Ja? Einmal das datengesteuerte Marketing, also verstehen, wie Menschen mit Unternehmen interagieren wollen. Das ist das Thema Mediennutzung, Mediennutzungsverhalten, was sich verändert. Und das ist auch das Thema Customer Journey. Und die Customer Journeys haben sich durch den Lockdown, weil wir uns einfach anders bewegen müssen, ja, vom physischen Flanieren vielleicht eher in Richtung digitales Flanieren verändert. Ja. Und da kommen wir auch schon mit auf den Punkt 2, kundenorientierte Erlebnisse schaffen. Und das Kundenmarkenerlebnis findet digital inzwischen viel fokussierter statt. Und wir müssen Kunden dort erreichen, wo sie die Zeit verbringen. Und dazu haben wir auch die Mediennutzungskurve gesehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und das dritte Prinzip, das werden Sie in letzter Zeit im Kontext digitaler Transformation öfters gehört haben, Agilität. Ja? Und was heißt das? Also man muss seine Teams empowern, im E-Commerce, im Performance-Business agil zu handeln, auf Basis von Daten autark entscheiden zu können. Und da möchte ich einfach mal ganz plakativ ein Beispiel geben. Ich kenne das selbst ja noch aus vielen traditionellen Organisationen. Da wird ein Jahresplan gemacht, da wird ein Budget gemacht, da werden Marketing-Spends festgelegt und daran orientiert man sich. Und das ist auch gut so für das klassische Business in der Planung. Agilität in diesem Zusammenhang bedeutet aber, sobald Sie einen positiven ROAS haben im E-Commerce,
Ja, dann ist ja jeder investierte Euro oder jeder investierte Franken beitragsdeckungspositiv. Und dementsprechend müssen sie halt auch das Empowerment und die Planung komplett anders aufstellen. Ne? Das einfach mal so als ein plakatives Beispiel, wie sich Verhältnisse und Dinge in der Agilität verändert haben. So, und Facebook hat ganz viele Lösungen für Nachfragegenerierung. Dabei geht es ja um Discovery Commerce, neue Zielgruppen erreichen, Bestandsgeschäft stabilisieren, ausbauen und dementsprechend ja, zwei Wachstumstreiber über verschiedenste Kanäle hinweg hier aktivieren zu können. Das eine ist halt aussagekräftige Daten, erfahren, was potenzielle Kunden wichtig ist und wie sie mit dem entsprechenden Marken, Organisationen, Unternehmen interagieren. Und es gibt hochentwickelte Werbetools entsprechend, die diese Daten nutzbar und verwertbar machen. Das Ganze führt dann zu einem ansprechenden Kauferlebnis und das ist sicherlich auch einer der wichtigsten Aspekte für uns. Es muss eine sichere Datenhandhabung geben und Brand Safety und Privacy-Themen sind für uns auch dementsprechend Priorität Nummer eins für alle Entwicklungen, die nach vorne gerichtet sind, damit wir die Plattform schaffen, auf der Menschen gerne Zeit verbringen, gerne Markenerfahrungen und Markenkontakte entdecken und wo natürlich auch ihre Marken ein entsprechendes Umfeld finden. So, gehen wir mal einen Schritt weiter. Und das ist so nochmal eine plakative Gegenüberstellung von Menschen finden Produkte von dem klassischen E-Commerce hin zu Produkte finden Menschen. Ja, und das ist wirklich einfach eine andere Perspektive. Und Sie sehen auch hier, dass man im Denken und in der Inszenierung der Marke und die Möglichkeiten komplett, wie Sie sagen, eine neue Position hier einnehmen kann, weil es inzwischen halt diese Tools und Möglichkeiten und Produkte gibt. So, und hier ist einfach mal eine Aufstellung unserer verschiedenen oder unseres Ökosystems an Plattformen, die uns zur weltweit fortschrittlichsten Discovery-Plattform macht. Wir haben den Feed, den werden die meisten von Ihnen kennen. Wir haben als neue Platzierung Stories, die wirklich in der Nutzung sich exponentiell in der Kurve dargestellt haben. Das Stories sind einfach ein Phänomen. Wir haben zunehmend auch Videoumfelder, das ist Instagram TV und Facebook Watch. Und eine Zahl, die ich mit Ihnen auch zum Beispiel teilen kann, ist, dass international 1,2 Milliarden Menschen im Monat Facebook Watch nutzen und die durchschnittliche Sehdauer inzwischen schon bei über 20 Minuten liegt. Das ist auch ein Videonutzungsverhalten, was hier an der Stelle auch eine unheimliche Bedeutung gewinnt. Dann haben wir das ganze Thema Messaging und Gruppen. Und das Schöne ist halt, dass dort überall unterschiedliche situative Kontexte hergestellt werden, wie Marke entdeckt werden kann und wie kommuniziert wird und wie Verfassung der Menschen sich gestaltet, über denen sich dann natürlich auch verschiedenste Datenpunkte ergeben. Ja. Und hier ist einfach mal jetzt sukzessive, möchte ich mal durchgehen, wie sich das Commerce-System halt systematisch dann ineinander ergänzt. Ja. So, ich hatte eben gesagt, wir haben die verschiedensten Platzierungen. Und dementsprechend haben wir ganz viele Insights über die Menschen. Ja, und das sind einfach mal jetzt drei Beispiele, die deutlich machen, wie wir Menschen über demografische Daten hinaus verstehen. Das sind einmal die Hashtags. Und hier haben wir das Beispiel von Amit Singh, der sich für Robotik, Deadlife, Jogging und dergleichen interessiert. Dann haben wir bestimmte Instagram-Konten, wo das Nutzungsverhalten einfach nochmal anders ist. Und hier haben wir das Beispiel Rugby, Running, Jogging, Musik, Make-up, also Sachen, die eher Lifestyle- und aktivitätsorientiert sind. Und dann haben wir Facebook-Gruppen. Und die Gruppen sind auch ein unheimlich tolles Phänomen, weil die Bedeutung von Gruppen über alle Märkte hinweg auch an Bedeutung gewinnen. Das zeigt auch natürlich, dass in Zeiten von Covid und Lockdown sich Gleichgesinnung hier und der Austausch erwünscht und relevant ist. Ja, und hier haben wir die Franziska Silva als Beispiel aus Sao Paulo, die sich für Hip-Hop, Samba und Jogging interessiert. Das zeigt einfach, das sind ganz verschiedenste Datenpunkte und Insights über Konsumenten, die hier zusammenlaufen, zu denen wir dann natürlich auch nochmal Verhaltensdaten haben durch zum Beispiel historische Transaktionen. Ja? Und dementsprechend in der Gesamtheit dieser Daten auch starke prädiktive Algorithmen entwickeln können. Und da geht es ja drum bei Discovery Commerce. So, und dann gibt es dann natürlich aber auch nochmal Sekundär- und Primärdaten von Ihnen, CRM, Geschichten wie das Mobile SDK und die API, technologische Schnittstellen, die wir auch wiederum anbieten, die das halt mit Ihren Daten natürlich datenschutzrechtlich konform über gehashte
Matching-Verfahren zusammenführen können und nutzbar machen können. Ja? Und ja, so, wir kennen unsere Kunden bestimmt auch gut oder unsere Nutzer bestimmt auch gut, aber Sie kennen die Kunden natürlich am besten. Ja? Und das ist einfach mal hier eine Struktur der Daten, die Sie auch haben. Und da gibt es Ihre Website-Daten. Da haben wir jetzt aktuell noch die Möglichkeit der Cookies, aber auch verschiedener Pixel. In Zukunft eher Conversion-API und Server-to-Server-Integration. Da wird es ein bisschen technisch. Ja, da muss man natürlich auch entsprechende Teams aufbauen, die diese Themen kompetent beherrschen. Aber das sind Daten, die sind jetzt schon verfügbar und möglich. Dann gibt es mobile Daten und App-Daten und App-Events-API und natürlich auch die Offline-Conversion-Daten, das heißt Transaktionen, die wirklich physisch im Handel stattfinden. Und für verschiedene Industrien ist das ganze Thema natürlich auch CRM sehr, sehr tragend. Ja? Und diese ganzen Daten lassen sich heute schon aktuell dann tatsächlich mit unseren Daten ja vermählen. Ja, da findet kein wirklicher Datenaustausch statt, aber dieses Matching-Verfahren, das datenschutzrechtlich konform ist. Und dementsprechend können diese Daten als Basis genutzt werden und über ja, maschinelle Lernsysteme tatsächlich die optimalen potenziellen Kunden für Sie zu finden. Dabei können Sie halt auch entscheiden, sollen das Neukunden sein, sollen Bestandskunden ausgeschlossen werden oder soll beides auch kombiniert werden. Und das halt, und das ist ganz, ganz wichtig, der Schweizer Markt ist ähnlich wie der deutsche Markt eine Exportnation. Ja, das kann man alles global aussteuern. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Dimension, die hier ganz entscheidend ist. Und das ist eine der Superkräfte, wenn man so will, von Facebook. Sie können ganz lokal werben. Ja, Sie können sogar Sprachtargeting für einen dreisprachigen Markt wie die Schweiz umsetzen, ohne weiteren Aufwand. Das ist ein Automatismus, der in unseren Produkten existiert. Oder Sie können auch dann wirklich auch auf Knopfdruck, wenn man so will, skalieren und die ganze Welt erreichen. Und das führt dazu, dass Sie dann zum Beispiel zu Ihren Produkten, und hier ist einfach mal, nehmen wir das Beispiel links, das ist ein Schuh, ja, für verschiedene Nutzer, und da kennen Sie die Kunden am besten und auch Ihre Kundensegmente, spezifische, segmentspezifische Markenperspektiven herstellen können. Zum Beispiel für den Öko-Freak, das ist das Thema der Nachhaltigkeit und wie wird der Schuh produziert. Ja, für den modernen Styler ist vielleicht wichtiger, die verschiedenen ja, Varianten zu zeigen, um Attraktivität über diese Dimension herzustellen. Und das können Sie wirklich automatisieren und auf Basis dieses Machine Learnings dann entsprechend aussteuern. Und das führt dann natürlich dazu, dass hoffentlich auch eine ja, reibungsfreie, ja, bruchfreie, medienbruchfreie Conversion stattfindet, die auch das Verhalten heute natürlich unterstützt, wie Menschen ja, einkaufen wollen, digital einkaufen wollen oder digital flanieren wollen. Und die Gesellschaft ist zunehmend ungeduldig. Die wollen Instant Fulfillment. Und das wird auch über diese Plattformen abbildbar, über unsere Produkte abbildbar. Ja, wir kommen sukzessive mit Facebook Pay. Das ist die Integration von marktgängigen Zahlungsmethoden. Wir arbeiten aktuell an einer Checkout-Lösung, die vermutlich eher früher als später kommen wird und wo Sie dann im Prinzip auf dieser digitalen Flanieren, auf Ebene dieses digitalen Flanierens Ihre Kunden optimal hier abholen können und weitere Daten sammeln. Und mit diesen weiteren Erfahrungswerten, ja, haben Sie die Möglichkeit, dann auch noch besser zu kuratieren oder noch besser zu personalisieren, Ihre eigene Markensprache zu entwickeln und auf die Segmente abzustimmen. Ja? Und das führt dann natürlich infolgedessen dazu, dass weitere Daten gesammelt werden. Und hier schließt sich der Kreis. Ja? Die Plattformen und das Ökosystem hier optimal gehebelt werden. Und Kunden ja durch ihre Art und Weise, wie sie Discovery Commerce umsetzen, entsprechend begeistern können. So, ich habe jetzt hier nochmal eine sehr schriftlastige Chart mitgebracht und ich habe Jean-Marc versprochen, hier nicht explizit durch jeden einzelnen Punkt zu gehen. Aber Sie haben die Möglichkeit, nachher die Präsentation in den wichtigsten Bestandteilen über die GFM zu beziehen. Ja, und dann können Sie sich das ja nochmal anschauen. Und mir persönlich ist es immer wichtig, oder Facebook ist es immer wichtig und meinen Teams, dass wir, auch wenn es marketingfluffig aussieht, konkrete Solutions vorschlagen. Und das sind einfach wirklich die Zusammenfassung der eben gezeigten Dinge, weil diese Produkte tatsächlich existieren, ja, und dementsprechend auch genutzt werden können.
Und hier sind einfach mal diese ganzen Datenpunkte und die Prioritäten nochmal zusammengefahren. Ja? Ich hoffe, das ist hilfreich. Und wie gesagt, gehen Sie auf Jean-Marc oder auf mich zu. Sie haben ja meine E-Mail-Adresse. Ja? Und dann können wir das vertiefen. Dann versuche ich auch so gut wie möglich zu helfen. Und dann habe ich aber auch gesagt oder Jean-Marc versprochen, dass ich ein paar Beispiele zeige. Bitte verzeihen Sie mir, dass ich noch keine Schweizer Beispiele habe. Wir sind noch nicht so lange in dem Markt unterwegs und der Covid-Lockdown hat uns auch dann mit einigen Projekten ein bisschen aufgehalten. Wir sind an Schweizer Projekten dran, das ganze Team und ich. Und wir werden auch demnächst viele Studienerkenntnisse und Best Practices mit Schweizer Partnern zeigen, die wir jetzt gerade am Realisieren sind. Ja, und ich glaube, da werden wir auch ganz spannende Erkenntnisse mit Ihnen teilen können. Und dann wird es auch schweizspezifischer. Ja, das ist eins unserer Anliegen, weil wir halt mit der Schweiz ganz eng partnern möchten. Das ist jetzt mal ein Beispiel von aus dem Konsumgüterbereich aus der Türkei. Und das ist einfach mal wie L'Oréal ja, die Möglichkeiten dieses Discovery Commerce genutzt hat und der Datenpunkte, die wir haben, um speziell über Facebook und Instagram eine größere Zielgruppe im Segment Hautreinigung zu erreichen. Ne? Und da haben wir dreifach einen Anstieg der Produktverkäufe verzeichnen können und 11 Punkte Anstieg der Markenbekanntheit bei 18- bis 24-Jährigen. Ich glaube, das sind ganz, ganz gute Outcomes, Business Outcomes für so eine Kampagne. Das sei mal ein Beispiel für die Konsumgüter. Dann habe ich noch ein ganz anderes Beispiel, weil da wird ja oft die Aussage gefällt, naja gut, ist auch eine Love-Brand, ist ja logisch, dass es gut funktioniert, ja. Hier habe ich Colgate, Zähneputzen ist wichtig, in der Interest-Kategorisierung High, Mid, Low Interest, ja, kommt es sicherlich auf den Haushalt an, aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Love-Brand-Thema. Und habe deshalb extra dieses Colgate-Beispiel mitgebracht und der Marken-Relaunch hierzu wurde mit segmentspezifischen Creatives realisiert. Das heißt, man hat versucht, für verschiedene ja, Zielgruppen und Zielgruppensegmente auf Basis von Insights, die natürlich auf Daten basieren, spezifische Zugänge zur Marke herzustellen, ja, und spezifische Markenperspektiven hier zu beleuchten. Und das hat zu einer siebenfachen Umsatzsteigerung der direkt beworbenen Produkte geführt. Ja, und 39% der Umsatzsteigerung wurde tatsächlich durch Neukäufer realisiert. Also auch eine Erkenntnis, die wir übrigens über viele Studien haben, dass Neukundenaktivierung über unsere Plattform besonders erfolgreich ist. Also das ist einfach mal ein zweites Beispiel. Und dann habe ich auf der Teilnehmerliste auch gesehen, dass Kollegen aus der Automobilindustrie hier heute zuschauen und habe mich da bemüht, auch nochmal ein Lead-Generation-Thema hier mitzubringen. Ich glaube, dass da durchaus auch Vergleichbarkeiten im Kontext von Lead Generation auch durchaus zu Finanzdienstleistungen existieren oder anderen Servicebereichen. Das ist das Beispiel aus Norwegen von Ford. Und die wollten die Anzahl der Probefahrten kosteneffizient erhöhen, ne? Und haben dadurch Facebook-Lead-Ads-Kampagnen realisiert mit sogenannter API-Integration. API ist ein Kürzel für Application Protocol Interface, heißt auf Neudeutsch einfach Schnittstelle. Ja, und da hat das Engineering von denen halt und unseres eine API-Integration realisiert. Das klingt komplizierter, als es ist. Und dementsprechend konnten sie halt einfach die Kosten für Lead Generation pro Probefahrt um 80% senken. Das finde ich schon eine ganz beeindruckende Zahl. Noch eine beeindruckende Zahl finde ich, innerhalb von 90 Tagen wurden wegen dieser Datenintegration und der geschickten Nutzung unserer Lösungen in 90 Tagen schon so viele Fahrten generiert, Probefahrten, wie im gesamten Jahr 2018. Ja? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz plakatives Beispiel, wie hier auch digital mit physisch hier verknüpft werden kann und effizientes Marketing aussieht. Dann habe ich hier noch einen Case von Attribution aus dem Telekommunikationsbereich. Das ist jetzt ein Case aus Italien. Wir sind in Deutschland auch schon sehr aktiv mit Vodafone, mit vielen Cases, können da auch ein paar neue Ergebnisse auch demnächst public teilen, aber das ist jetzt erstmal aus Italien. Und da ging es um das Attributionsmodell von Facebook für die Customer Journey. Ja, und das ist ein Thema, was halt natürlich auch zunehmend wichtiger wird. Viele Marktstandards messen noch auf Last Click, also bewerten halt, über welchen
letzten Kanal, welche letzte Plattform kam die Transaktion zustande. Aber wir wissen natürlich, dass Markenerinnerung, Kaufwunsch über viele Kontaktpunkte ausgelöst wird. Und Attributionsmodelle helfen uns dabei zu verstehen, welchen Wirkungsbeitrag hat welcher Kontakt. Ja, also da geht es halt nicht um den letzten Klick, sondern um tatsächlich die Wertung der Journey und der Ganzhaftigkeit der Medienkontakte, die zu einer Marke entstehen. Und 25% aller Online und jetzt noch, und das fand ich faszinierend, und Offline-Käufe waren auf einen Facebook-Werbekontakt zurückzuführen. Und das finde ich halt auch einen schönen Outcome, den ich hier an dieser Stelle für eine ganz andere Industrie nochmal mit Ihnen teilen wollte. Und das führt uns dann auch zu einer Aufstellung hier, einer Zusammenfassung. Wie das so oft der Fall ist, hängen die Ergebnisse des Systems stark vom Input ab. Ja, und für hochmodernes Marketing, das die Bedürfnisse der Kunden voraussagt und den potenziellen Kunden die interessantesten Produkte zeigt, muss man unbedingt die richtigen Daten eingeben. Und das ist und das hat dann Wirkung entsprechend auf Anzeigengestaltung und Verbraucherbedürfnisse. Und das, der Algorithmus von uns lernt, sie lernen von unserem Algorithmus. Ja, und das Zweite ist natürlich auch hier, die Daten für Verbraucherbedürfnisse optimal zu hebeln und das Messen von Verbraucherverhalten, damit man halt, da komme ich auf den Punkt Agilität zurück und das Empowerment von Teams, um hier auch agil und schnell diese Möglichkeiten zu hebeln und zu nutzen. Und wichtig ist dazu natürlich auch als Viertes hier aufgefahren, ja, ein Partnernetzwerk aufzubauen an kompetenten Teams. Viele machen das inzwischen intern. Ja. Ansonsten gibt es auch externe Partner. Wir haben ein großes Partnernetzwerk, auch innerhalb der Schweiz, die helfen können, diese Möglichkeiten zu hebeln. Und dazu, dann komme ich jetzt auch hier schon zum Abschluss meines heutigen Discovery Commerce Vortrags mit dem Zitat von meiner Chefin. Das ist Nicola Mendelssohn, die kümmert sich um die gesamte EMEA-Region. Ja, und ich zitiere sie einfach mal hier. Unternehmen erkennen zunehmend, dass sie dank der verfügbaren Technologie nicht darauf warten müssen, dass Kunden ihre Produkte finden, sondern sorge dafür, dass deine Produkte deine Kunden von selbst finden. Und dann wird es auch echte Discovery. Und damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken und hoffe, dass das hilfreich war. Und Jean-Marc hat, glaube ich, derweil ich gesprochen habe, schon eine Q&A zusammengefahren. Ja, ich würde jetzt mal Jean-Marc die Folien ausblenden, damit wir uns zumindest hier besser sehen können und dann hoffentlich einen anregenden Q&A haben. Vielen Dank, Jen, war hochinteressant. Vielen Dank für diese Insights. Discovery Commerce, du hast gesagt, Produkte finden Menschen. Viele unserer Mitglieder, auch viele unserer Teilnehmer heute, sind natürlich nicht, bieten keine Produkte, sondern Services, Dienstleistungen an. Wie ist dort eure Erfahrung? Passt das auch für Dienst? Das passt gleichermaßen. Dienstleistung ist auch in dem Moment ein Produkt, das ist dann vielleicht kein physisches Produkt, ja. Dienstleistungen unterliegen ja auch genau solchen Bedarfen, ja. Und haben die gleichen Datenpunkte, die genutzt werden können. Und dementsprechend gibt es da keine Differenzierung. Ein ganz interessantes neues Produkt ist auch, und sowas erscheint dann bei uns halt mal beiläufig, eine neue Kommunikationsform, ein neues Format, ein Werbeformat, das nennt sich Click-to-Call. Ja, das finde ich super spannend, ja, für Dienstleistungsbereiche, wo eine Auskunft erfolgen muss. Click-to-Bot gibt es ja schon länger, dass halt im Messaging eine Auseinandersetzung stattfinden kann. Bot-Algorithmen sind je nach Aufwand, können sie super sein, ja, können aber auch oberflächlich sein. Und deshalb finde ich so eine einfache Ergänzung wie Click-to-Call als neues Produktbeispiel ganz hervorragend, ja, um in Kommunikation zu treten. Super, super. Du hast die Entwicklung aufgezeigt von 7% E-Commerce auf 20%, das dauerte ewig. Und dann von 20 auf die 33, das ging dann sehr schnell. Im Moment in der Schweiz ist die Presse natürlich Ausblick Richtung Weihnachtsgeschäft, wo viele traditionelle Retailer Besorgnis zeigen, dass sie sagen, du, jetzt ist dieser Shift zum E-Commerce plus die Angst oder das Bedenken der Konsumenten, ins physische Geschäft zu gehen. Also die rechnen mit einem massiven Einbruch oder mit massiver Verlagerung vom Offline, vom Bricks and Mortar Business zum Online, zum E-Commerce. Wie seht ihr das? Würdet ihr diesen Ausblick teilen, dass also die Entwicklung noch weitergeht und wir den Höhepunkt noch nicht erreicht haben?
Es wird natürlich marktabhängig sein von der entsprechenden Infektionsratenentwicklung und wie dann halt auch die entsprechenden, wie Sie sagen, offiziellen Regularien aufgesetzt. Ja. Aber man hat ja, das waren ja diese drei Slides, die ich auch gezeigt habe, das Bedürfnis, E-Commerce ist selbstverständlicher Alltag geworden. Mhm. Ja, und mehr Anbieter haben ja auch inzwischen Produktkommunikation und nutzen nicht nur unsere Plattform, sondern gesamte Ökosystem, um dieses digitale Flanieren attraktiver zu machen. Und wie gesagt, die 13% Steigerung ja, hat innerhalb der ersten 5 Monate von 2020 stattgefunden. Und ja. Ich glaube, dass es definitiv nochmal so weitergehen wird. Und das ist jetzt etwas, glaube ich, das ist eher als Appell oder auch als Motivation zu verstehen. Ohne digitalen Muskel, das gilt branchenübergreifend, ja, ob das ja. Dienstleistungen sind oder ob das tatsächlich physische Produkte sind. Ohne digitalen Muskel wird es nicht gehen. Ja, und ich glaube, das ist ja auch etwas, wo viele Experten, nicht nur wir, sondern branchenübergreifend sagen, die Pandemie funktioniert als Zeitraffer. Ja, ganz viele Entwicklungen werden jetzt halt verdichtet. Und es wird auch sich die Spreu vom Weizen trennen. Und ich glaube, wenn man zum Weizen gehören möchte, was ich allen wünsche, die hier zuschauen, dann bleibt es nicht aus, dass man sich halt mit der digitalen Transformation befassen muss. Und das ist kein Appell für uns, sondern wirklich das digitale Ökosystem ist sehr groß, befassen sich damit. Super. Du, dann noch eine Frage aus dem Publikum. TikTok und Facebook, stimmt das... die Meinung oder das, was oft gesagt wird, dass hey, Facebook ist für die Mittelalten und die Alten, für die coolen Jungen, die machen alles nur noch auf TikTok. Wie ist da deine Einschätzung? Sagen wir so, also Facebook hat komplett die breite Masse erreicht und wir haben nach wie vor extrem stabile Reichweiten auch bei den Jungen Konsumenten und es gibt soziodemografisch, selbst bei Instagram, die als sehr junge Plattform angefangen hat, inzwischen auch eine Erweiterung zum Alten. Wir decken da eigentlich die ganze Range ab und das Einfachste ist eigentlich, weil man kann in unseren Werbetools ja auch die Reichweiten für Kommunikation von Kampagnen einsehen. Da geben Sie einfach mal die unterschiedlichen Alterszielgruppen ein, dann sehen Sie, welche Reichweiten wir haben. Wir haben nämlich keinen wirklichen Rückgang zu verzeichnen. Wir haben Verlagerung innerhalb unserer Familie von Apps zu verzeichnen. Ne? Und da ist die Nutzungsdynamik vielleicht bei den Jüngeren jetzt je nach Region bei Instagram ein Ticken schneller, mehr ausgeprägt. Und es gibt da ja zwei Parameter. Das eine sind Anmeldungen, ja, und das andere sind tatsächlich auch die Nutzungsfrequenzen. Ne? Und da haben wir nach wie vor, ja, auch in jungen Zielgruppen, eine tolle Performance, können da auch eine tolle Reichweite anbieten. Und wir haben Respekt vor TikTok, dass die sich halt auch schön entwickelt haben. Ja, aber das ist so vielleicht mal das Framing, das ich dazu geben kann. Super, super. Du und dann in der Schweiz natürlich, obwohl wir doch für ein kleines Land viele globale Brands haben, unsere Geschäftslandschaft ist natürlich geprägt von kleinen und mittleren Brands mit limitierten Budgets, mit limitierter Reichweite, mit limitierter Zielgruppe. Ähnlich in Deutschland und in vielen anderen Märkten. Discovery Commerce auch für die kleinen Brands relevant? Unbedingt, unbedingt. Das ist ja das Tolle an dem Machine Learning, dass da für jeden, der diese Möglichkeiten nutzen möchte, die gesamte Bandbreite verfügbar gemacht wird. Ja. Ja. So, das heißt, das war ja immer schon eins der Prinzipien von Facebook, eine unglaubliche Demokratisierung der Werbemittel, sowohl für das kleinste Unternehmen als auch für große Organisationen. Die großen Organisationen können natürlich, sag ich mal, ganz andere Backend-Systeme für sich herstellen. Mhm. Aber alle nativen Lösungen sind für alle Nutzer oder für alle Kunden und für alle unsere Partner gleich. Ja? Und das ist ja das Schöne, Sie können ja, wenn Sie eine Filiale haben oder ein Filialgeschäft betreiben, Drive-to-Store-Kampagnen wirklich hyperlokal aufsetzen, können aber auch, wenn Sie dann halt ein internationaler Retailer sind, wie H&M, ja, oder Swarovski, um ein Schweizer Beispiel zu nennen, ja, die können hyperlokale Drive-to-Store-Kampagnen ja sogar aus der Schweiz heraus steuern. Und das ist endlos skalierbar, ja, und sehr einfach sogar in der Handhabung. Ne? Und man muss die Möglichkeiten quasi einfach nur für sich Use Cases umwandeln und dann tatsächlich einfach mal in Gestaltung überführen.
Super, super. Du, dann noch eine Frage aus einem speziellen Bereich, also Kredite, nicht Kreditkarten, sondern Kredite, eher ein, nicht schwierig, aber ein spezieller Bereich. Siehst du da auch eine Möglichkeit der Verkaufsförderung, des Verkaufs über Facebook, auch für Produkte, die ein bisschen weniger einfach zu kommunizieren sind? Ich glaube, man muss dann die richtige Kommunikationsperspektive herstellen und überlegen halt, wenn es um Kreditgeschäft geht, was die Bedarfe nutzerseitig sind. Und da gibt es auch bestimmte Segmente. Und ich glaube, dass man dann halt auch Kreditangebot oder das Produkt, und das ist genauso ein Produkt wie jedes andere auch, entsprechend inszenieren kann. Ja? Ich sag mal, erklärungsbedürftigere Produkte, ich habe eben schon ein Beispiel genannt, ist zum Beispiel Click-to-Call eine Möglichkeit. Es ist die Möglichkeit, eine Kuration herzustellen von verschiedenen Produktvorzügen oder Vorteilen über ein Beispiel, das hatte ich eben gezeigt, aber nicht explizit darauf hingewiesen, das sind sogenannte Collection Ads. Das Videoformat funktioniert hervorragend. Und vor allem ist es inzwischen nicht nur bei uns dieses Autoplay-Video im Feed, was sehr schnell genutzt wird, sondern auch das In-Stream-Angebot über Facebook Watch erweitert sich extensiv, die Nutzung geht sehr hoch. Also im Prinzip kann man jedes Kommunikationsformat ja bei uns realisieren. Ja, man kann auch Text und Bild realisieren, wird aber tendenziell bei, und das zeigt sich immer deutlicher, bei allen Industrien hinweg über Video nachdenken. Okay, super. Du, eine Frage speziell natürlich für die Schweiz. Mehrsprachigkeit, du hast es schon erwähnt, aber bei organischem Inhalt und organischem Content, dass wir, für uns ist das natürlich wichtig, dass wir Deutsch, Französisch, Italienisch, vor allem auch ein bisschen Rätoromanisch schnell und richtig und qualitativ gut machen kann. Das scheint aber, du bist da zuversichtlich, dass die Multilanguage habt ihr eigentlich im Griff. Multilanguage haben wir auf jeden Fall im Griff und das ist bei der werblichen Kommunikation automatisiert. Ja, so, und das ist ein super einfaches Ding. Man kann sogar, also es funktioniert nach Spracheinstellung des Endgerätes. So einfach ist das. Okay. Ja? So, dann muss das sogenannte Adset so angelegt sein, dass es dann halt drei Motive gibt. Ja. Ja? Müssen sie eh machen, egal für welchen Medienkanal innerhalb der Schweiz. Ja. Und wenn es im italienischen oder französischsprachigen Raum ist, im deutschsprachigen Raum, wird es über die Spracheinstellung einfach erkannt und entsprechend ausgespielt. Das ist ein effektives, ein einfaches, ein schönes Produkt. Super, super. Du, dann, das waren die Fragen aus dem Publikum. Ich bedanke mich bei dir und bei unseren Teilnehmern für Ihr Interesse. Die meisten haben bis zum Schluss durchgehalten. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und allen Teilnehmern einen guten Tag.